Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zurück aus der Werbung. Unser Thema immer noch der Stress mit dem Schienenersatzverkehr in Hohenschönhausen-Lichtenberg. Und jetzt sind wir zu Gast bei der BVG, sprechen mit Klaus Watzlack. Hallo erstmal. Und Herr Watzlack, die große Frage, warum gibt es dort vor Ort, sage ich mal, so ein Chaos? Viele Leute müssen warten auf den Bus, manche kommen gar nicht mehr rein, die Busse sind voll. Sie haben schon ein bisschen nachgesteuert, ne? Wir setzen jetzt schon lange Busse, also Gelenkbusse ein. Wir erleben aber dort, dass auch die Busse im Stau stehen. Wir haben ja sowieso eine schwierige Situation, weil diese Baustelle sozusagen im Schatten vom Röderplatz-Baustelle erfolgt. Es gibt noch ein Stückchen weiter auf der Landsberger Allee eine weitere Baustelle, mit der wir gar nichts zu tun haben. Das Ganze führt dazu, dass der Verkehr sehr, sehr zähflüssig ist. Und wenn die Autos stocken, dann steht auch leider der Bus für den Schienenersatzverkehr im Stau. Und das erleben wir gerade. Und wenn man im Stau steht, kann man da nicht mehrere Busse schicken, dass man wirklich nicht Haut an Haut im Stau steht, sondern wirklich ein bisschen bequemer? Wir haben schon Busse im Reserve auf dem Betriebshof, die also im Fall des Falles dort auch eingesetzt werden. Das Problem ist, sie haben dann eben tatsächlich auch mehr Busse im Stau stehen. Das heißt, es geht ja deswegen nicht schneller. Die Busse kommen auch nicht so regelmäßig hintereinander, dass sich die Situation entzerrt und die Fahrgäste immer einen leeren Bus vorfinden, sondern die kommen dann tatsächlich auch leider mal im Päckchen. Das heißt aber auch, es kommt eben mal eine Zeit lang gar kein Bus und dann wird es natürlich beim nächsten Bus sehr voll. Es sind ja 4 Straßenbahnlinien davon betroffen. Korrigieren Sie mich, M8, M12, nee, M13, M16 und M21. Was raten Sie denn all jenen, die auf irgendeine dieser Linien angewiesen sind und letztendlich auch auf den Ersatzverkehr? Also insgesamt ist es so, dass wir immer wieder feststellen, in solchen Bereichen, wir haben es ja jetzt auch auf der U8, ist Ersatzverkehr grenzwertig. Es müssen auch gar nicht alle Leute das benutzen, weil wenn man sich das Berliner Verkehrsnetz anguckt und ich kann zum Beispiel auf fahrinfo-berlin.de mir Informationen holen, dann stelle ich eben fest, man kann umfahren. Es gibt so viele Verbindungen, sei es nun mit dem Bus, mit der U-Bahn oder auch mit der S-Bahn, der Straßenbahn, dass ich gar nicht durch dieses Nadelöhr durch muss. Das heißt also, wir raten immer, wer das kann, wer nicht gerade in diesem Bereich halt wohnt oder zu tun hat, der sollte sich schon mal da informieren. Wir geben auch gerne bei uns Auskunft. Ansonsten gibt es einen leichten Hoffnungsschimmer. Ab Mitte nächster Woche entspannt sich die Situation, dann fährt ein Teil der Straßenbahn bereits wieder durch und nur noch die M13 und die 16 werden dann weiter noch mit Bussen bedient. Weil Sie gerade gesagt haben, wer nicht anders kann, muss halt damit fahren. Bloß letztendlich gibt es irgendein Trostpflaster, was man den Leuten mitgeben kann. Also wie in dem Video gesehen, die 2 älteren Herrschaften müssen draußen bleiben, weil sie nicht mehr mit reinpassen in den Bus. Es ist einfach, wenn gebaut wird und wir bauen ja hier nicht auf dem freien Feld, sondern wir bauen eben unter bestimmten Bedingungen, die nicht immer ideal sind in der Stadt, dann fürchte ich, bleibt das nicht aus. Als Trostpflaster kann ich nur sagen, es gibt dann nachher eine schöne neue Straßenbahnstrecke, da kommt die Straßenbahn auch schneller, bequemer und auch weicher, weil wir entsprechende Unterbodenmatten einbauen, ans Ziel. Das heißt, es wird komfortabler, aber bis dahin leider vergeht eben noch etwas Zeit und da kann es passieren, dass ich dann auch mal wirklich im Stau und vor dem Bus stehe. Ich habe noch mal eine Frage zum Anfang unseres Gesprächs. Da haben Sie erwähnt, es sind noch Reservebusse auf dem Betriebshof einsetzbar. Wer aktiviert die? Kann ich als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel auch irgendwo anrufen und sagen, also mir ist heute Morgen wirklich was passiert, ich bin so massiv zu spät zur Arbeit gekommen. Jetzt bitte aber nicht den Satz, denn dann müssen Sie 3 Stunden eher aufstehen. Das ist eine schöne Vorstellung, dass ich einen Knopf habe, auf den drücke ich und dann kommt der zusätzliche Bus. Nein, das macht unsere Leitstelle. Das erfolgt, wie es so schön heißt, operativ. Das heißt, wir haben ja auch über unsere Kollegen, die ja auch die Verkehrssituation mitkriegen, die auch wissen, wie voll es im Bus ist, schon die entsprechenden kurzen Draht zur Leitstelle. Die Leitstelle schickt dann diesen Bus los. Aber wie gesagt, durch die Verkehrssituation insgesamt, den Stau, heißt das auch, der fährt auch nicht gerade pünktlich und der steht ebenfalls im Stau. Nächste Frage, was ist mit den Türen? Wir haben es ja gesehen in dem Video, viele Leute blockieren in den Türbereich, weil alle wollen natürlich mit, wollen pünktlich zur Arbeit oder zu irgendeinem anderen Arzttermin vielleicht auch. Warum gibt es in Berlin immer wieder dieses Phänomen, dass die Türen nicht zugehen, weil diese Lichtschranken quasi das verhindern? Das ist sozusagen ein Ergebnis von langjährigen Prozessen, die Sicherheit im Bus immer mehr zu verbessern. Wir hatten am Anfang
Anfang vor 10, 15 Jahren, kann ich mich entsinnen, noch mannigfaltige Diskussionen, dass teilweise Kinder in der Tür eingeklemmt wurden, dass es auch zu Unfällen gekommen ist, weil eben jemand nur den Arm in der Tür hatte und der Bus wollte gerade losfahren. Das sind Dinge, die können heute nicht mehr passieren. Das heißt, die Sicherheitstechnik, und das ist letzten Endes ein aktives Sicherheitsmerkmal, hat sich so viel weiterentwickelt, dass sie heute natürlich in so einem Fall, wenn es richtig voll ist, auf uns zurückschlägt, aber lieber einmal zusätzlich vom Fahrer den Hinweis, als dass tatsächlich Unfälle passieren. Einfach dem Fahrer sagen, du darfst nur so und so viele Leute reinlassen, die müssen doch eh vorne rein, oder? Also bei solchen Situationen hat der Fahrer da gar keinen Einfluss drauf. Und wir machen es ja auch teilweise so in Ausnahmesituationen, dass eben alle Türen aufgehen, dass die Leute rein können, was ja auch eine Dienstleistung ist. Wir wollen die Leute auch wirklich so schnell wie möglich an ihr Ziel bringen. Nur das führt dann eben dazu, dass diese Warnlinie auf dem Boden, dieser gelbe Bereich, nicht wahrgenommen wird. Meistens ist es so, dass dann andere Fahrgäste die Leute, die vor ihnen in der Tür stehen, schon darauf aufmerksam machen. Aber immer klappt das halt nicht. Also fassen wir nochmal zusammen. Ab nächste Woche gibt es Entspannung. Ab wann genau? Ich glaube, das ganze Prozedere dauert noch 2 Tage länger dort vor Ort, weil irgendwas passiert ist an der Baustelle. Und welche Linien fahren dann wieder? Das heißt, für welche betroffenen Fahrgäste wird es dann ein bisschen entspannter? Also wir werden ab 17. Dort eine Entspannung haben, weil wir dann nur noch die Linien M13 und die Linie 16 mit Bussen bedienen müssen. Dort wird noch weitergebaut. Die Querverbindungen von der Straßenbahn fahren dann alle wieder. Und die anderen zwei, wo noch gebaut wird, wie lange wird das noch andauern? Also insgesamt hängt das ja auch zusammen mit der Baumaßnahme am Röderplatz und da sind wir sicherlich noch bis zum Mitte November beschäftigt. Da fällt mir immer noch was ein. Was machen Sie, wenn jetzt der Winter frühzeitig einbricht? Und wie dauerhaft sind denn diese Bauarbeiten? Weil wir kennen es ja vielleicht aus anderen Bereichen, wo immer wieder gebaut wird und da hat man so, wenn man vorbeiläuft, optisch den Eindruck, sind die da schon wieder zugange? Also wir klotzen da jetzt ran, um es mal einfach so auszudrücken, weil auch wir wissen, dass der Winter kommt. Wir hoffen natürlich, dass die ersten winterlichen Regungen so sind, dass wir weiterbauen können. Es ist ja auch so, wenn es jetzt mal kurz schneit oder Hagel gibt, das wird nicht viel ausrichten. Richtig massiv behindernd ist dann der dicke, harte Frost und von dem hoffen wir einfach, dass er erst kommt, wenn wir fertig sind. Trotzdem eine Frage nicht beantwortet. Wie lange wird dann auf dieser Strecke erstmal nicht weitergebaut werden? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt die Baustelle vom Senat, ein Stückchen weiter hoch die Straße. Die hat mit der Schienenbaustelle gar nichts zu tun, führt aber auch dazu, dass eben Stau und dickes Verkehrsgewühl ist. Das heißt, in Berlin, muss ich leider sagen, sind sie vor Baustellen nie gefeit. Also durchhalten, durchschwitzen, wenn es denn eng wird. Und dann spart die Bahn ja auch noch mal Geld, wenn es warm ist im Bus, braucht der Fahrer nicht heizen. Vielen Dank, Klaus Watzlack. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie ein ähnliches Thema, dann schreiben Sie uns ruhig. Schicken Sie uns wie der Zuschauer auch ein Video und wir kümmern uns darum, fragen nach. Ja, und wir haben es ja gehört, ab kommender Woche wird es ein bisschen entspannter bei diesem Knoten Baustellen. Ja, Drückeberger Punkt nenne ich es mal. Ich sage tschüss, bis morgen Abend, machen Sie es gut.